Hallo, hallo, mein Lieben, und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich gerne mit euch einmal darüber sprechen, ob ich gut meine Gefühle zum Ausdruck bringen kann, beziehungsweise gut über sie sprechen kann. Und da kann ich schon mal gleich sagen, nein, kann ich gar nicht. Klar, ich kann sagen, was mir gerade auf den Keks geht, was ich nicht gut finde oder was ich mir vielleicht von anderen Menschen wünsche. Aber über mein persönliches Gefühlsleben zum Beispiel, andere Menschen sagen ja so gerne, oh, ich liebe dich, du bist für mich das Beste und das Schönste, das kann ich gar nicht. Das ist mir wirklich richtig unangenehm, das zu sagen, ich liebe dich oder ich brauche dich oder ich mag dich oder solche Dinge. Sachen, die wirklich die Menschen ja auch gerne hören, ja, und die sie gerne auch hören möchten, zu sagen, fällt mir unheimlich schwer. Was ich gut machen kann, ist, dass ich über Probleme sprechen kann, über Dinge, die mir auf, wie gesagt, die ich nicht gerne mag oder die ich auch gerne mag, aber so richtig persönliche Gefühle zum Ausdruck zu bringen, das kann ich überhaupt nicht. Deswegen schreibe ich auch keine Liebesbriefe oder ähnliches. Und selbst Briefe jetzt zum Geburtstag, wenn mein Mann mal Geburtstag hatte oder so, oder meine Kinder immer Geburtstag hatten, es fällt mir unheimlich schwer, dann zu sagen, ja, ich habe dich lieb und ich vermisse dich und du bist der beste Mann oder das beste Kind oder hast du nicht gesehen. Sowas mache ich so ungerne. Und wenn dieser Tag mal dann da ist, so zweimal im Jahr, einmal zum Vatertag und einmal zum Geburtstag, dann habe ich mir echt wochenlang Gedanken darüber gemacht, was ich in diesen Brief reinschreiben muss. Und wenn der Tag dann gekommen ist, wo ich diesen Brief schreibe, dann oder diesen Zettelchen oder dieses Kärtchen an die Rosen dran klebe, dann habe ich schon Bauchschmerzen gehabt am Morgen vorher, wenn ich wusste, ich muss das jetzt schreiben. Über Gefühle und über diese innerlichen Gefühle, die man wirklich ganz tief im Inneren hat, sprich höchst ungerne. Ich mache das immer lieber mit mir selber ab und schreibe sowas auf gar keinen Fall. Also das Schlimmste, was ich machen müsste, wäre einen Liebesbrief zu schreiben. Also das wäre Horror für mich. Und das, obwohl ich gerne schreibe. Ich kann gut schreiben, ich schreibe auch gerne und ich schreibe auch gerne Bücher und ich schreibe auch gerne alles andere. Aber Liebesbriefe, nie im Leben werdet ihr da freiwillig einen Liebesbrief von mir in irgendeiner Art und Weise an meinen Mann geschrieben vorfinden, weil das existiert gar nicht sowas. Ja? Ganz im Gegenteil, mein Mann, der bringt alle Gefühle ganz toll zu Papier und kann sich da die tollsten Dinge ausmalen. Ich habe schon so schöne Briefe von ihm zum Geburtstag und zum Muttertag bekommen, dass man die hätte alle mal einstellen müssen und veröffentlichen müssen, weil das ist einfach nur herzerreißend schöne Sachen sind, die er schreiben kann. Aber ich... Und er kann es auch gut sagen, er kann es auch gut zum Ausdruck bringen, aber ich kann das überhaupt nicht. Das Einzige, was ich dann immer sage, ist, ja, ich liebe dich auch oder so, aber alles andere fällt mir wirklich mega schwer und das tut mir immer so leid, ne, weil ich die Menschen so viel Mühe gebe und ich dann gar nicht so das wiedergeben kann oder auch zurückgeben kann, was man mir da an tollen Sachen schreibt. Heute gibt es ja das Internet, da kann man ganz tolle Sprüche und Liebesbriefe und Glückwünsche und alles Mögliche sich herunterladen. Aber das finde ich echt witzlos, ne? Bevor ich sowas machen würde, dann würde dann würde ich eher mein Gehirn anstrengen und mich überwinden, dann doch irgendetwas aufzuschreiben. Aber nein, also das kann ich überhaupt nicht und ich weiß auch gar nicht, woran das liegt. Es ist wahrscheinlich so eine innere Hemmschwelle, in irgendeiner Art und Weise meine tiefsten inneren Gefühle jemand anderem zu sagen. Das ist, ich weiß nicht, woran es liegen kann. Ich glaube, dass es irgendwie was Psychologisches sein muss, dass man vielleicht seine eigenen Bedürfnisse und seine eigenen Wünsche nie richtig auslebt und sie nie richtig auch artikuliert, sodass es einem dann schwerfällt, auch die banalsten Dinge dann einfach zu sagen. Also mein armer Mann hat ganz selten von mir nur gehört, dass ich ihn liebe. Und selbst wenn, dann war das, klang das immer so unnatürlich, weil es eben unheimlich schwer nur aus mir herauskommt, ne? Kann mir immer alle anderen können mir das gerne sagen, aber ich selbst, das würde mir kaum über die Lippen kommen. Vielleicht ist es auch so ein bisschen, ist auch so ein bisschen so eine Fassade, dass man so ein bisschen härter erscheinen möchte nach außen, als man wirklich ist, weil ich bin sehr, sehr ein gefühlsvoller Mensch. Also ich bin auch sehr nah am Wasser gebaut. Ich heule sofort, ne? Wenn mir irgendwas Schlimmes sagt, dann bin ich sofort am Weinen. Und gerade wenn mein Mann das macht, aber ich glaube, das ist vielleicht so eine Art Schutzkappe, die ich mir aufsetze,
um meine inneren Weichteile sozusagen nicht nach außen zu stülpen, damit man sie nicht verletzen kann, könnte ich mal so ein bisschen herauskristallisieren, wenn man sagt, hä, wieso denn eigentlich nicht? Das ist doch nichts Schlimmes. Und weich zu sein und seine Gefühle offen darzulegen, ist ja nicht, nichts Verwerfliches und nichts, wo man sich für schämen muss. Aber ich schäme mich tatsächlich, das zu sagen. Es gibt ganz viele Dinge, bei denen ich mich schäme. Das ist jetzt mal nur so ein Teil. Also, obwohl ich sonst eigentlich auch richtig gut über alles reden kann, ja, über alles Mögliche, aber nicht so über meine Liebesgefühle oder so, oder dass ich jemanden gern habe, das sage ich auch nicht. Ja, das ist ganz selten, dass ich mal sage, Mensch, du bist aber echt ein toller Mensch oder ich mag dich unheimlich gern oder so. Das kommt mir auch nur sehr schwer über die Lippen. Und wenn ich das sage, dann kann sich der Mensch aber auch was drauf einbilden, weil es kommt wirklich nicht oft vor, dass ich das zu jemandem sage, weil es auch einfach nicht oft der Fall ist, ne? Muss man aber auch dazu sagen, vielleicht fehlt mir auch so ein bisschen die Übung, um das Ganze ins Laufen zu bringen. Vielleicht sollte man das öfters mal seinen Mitmenschen sagen, ne, dass man ihn gern hat oder dass man ihn liebt oder so. Dann würde man das vielleicht auch so eine Art Routine dann entwickeln. Aber das ist ja auch nicht das, was man will, sondern man will das ja auch nur sagen, wenn es wirklich mal etwas Besonderes ist, finde ich jedenfalls. Also ich muss jetzt nicht jeden Tag hören, dass ich geliebt werde. Ja, das ist viel angenehmer für mich, das eben nur in besonderen Situationen zu hören und dann aber auch zu wissen, dass es vom Herzen kommt. Weil es hat ja wenig Zweck, das nur zu sagen. Also man muss es ja auch empfinden. Vielleicht ist das so ein bisschen bei mir das Hindernis auch, dass ich Menschen nur sehr schwer vertrauen kann. Dass, wenn ich jemanden wirklich gerne mag, ich auch dann immer noch vorsichtig bin mit meiner inneren Einstellung und immer noch Skepsis mitbringe und sage, okay, das kann aber auch ganz anders sein, ja, das könnte aber auch anders werden wieder, selbst wenn es jetzt in diesem Augenblick so ist. Bin sehr misstrauisch leider meinen Mitmenschen gegenüber. Das war ich aber schon immer. Das ist eigentlich einfach so eine Lebensart auch von mir, dass ich sehr viel negativ über andere Menschen auch schon mal von vornherein über andere Menschen denke. Das ist nicht gut, ja. Das ist eine negative Eigenschaft, der ich gerne entfliehen würde, aber nicht kann. Das ist einfach so in mir. Ich habe natürlich auch viele Dinge erlebt in meiner Jugend und meiner Kindheit, die mich dazu haben werden lassen zu diesen Menschen, aber das soll keine Entschuldigung sein. Es ist eben so, dass ich sage, ich kann niemandem so richtig vertrauen und bin immer so ein bisschen auf Abstand und selbst wenn ich Menschen richtig gern und richtig lieb habe, weiß ich aber auch, das kann morgen schon mal ganz anders wieder sein. Es kann ganz anders sein. Der Mensch kann sich verändern. Das ist ja auch menschlich, dass wir uns alle verändern. Manchmal auch in eine negative Art und Weise, die wir nicht mehr akzeptabel finden. Und insofern glaube ich, dass das alles so ein Gesamtpaket ist, dass man sagt, okay, das hat mich eben dazu gebracht, dass ich meine weiche Seite, die ich habe, wenn ich sie mündlich sozusagen zum Ausdruck bringe, dass es mich verletzlicher macht und ich eventuell daher versuche, meine harte Seite, so ein bisschen meinen harten Kern eher herauszustellen, dass das dann abprallt und ich nicht so sehr verletzt werde. Kann sein. Also ich würde mal vielleicht so ein bisschen überlegen, dass es daher kommt. Aber tatsächlich den Satz, ich liebe dich oder ich mag dich oder du bist für mich ein ganz besonderer Mensch oder das werdet ihr von mir sehr, 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 sehr selten hören. Und wenn ihr das dann einmal hört, dann kann man sich tatsächlich auch wirklich sicher sein, dass ich das richtig ehrlich meine und dass es eben nicht gespielt ist, sondern dass es genau das ist, was ich in dem Moment empfinde. Aber es ist immer ein Aber dabei und das kann morgen schon wieder ganz anders sein, weil ich leider diese eklige Skepsis in mir habe und diesen Grundpessimismus eben nie ablegen kann. Ist eine Charaktereigenschaft von mir, aber ja, vielleicht kann man da ja auch im Laufe des Alters noch ein bisschen gegen angehen. Sich vielleicht eher auch noch mit Menschen, also sich ein bisschen mehr auf die Menschen auch einlassen, ihnen noch mehr ein bisschen Sympathie noch von entgegenzubringen, damit es ihnen auch leichter fällt, da so eine gegenseitige
Bahn zu finden, auf der man sich bewegen kann, sodass man sich eben nicht verletzt, sodass sich dann die Hemmschwelle auch ein bisschen glättet bezüglich des verbalen Ausdrucks meiner Gefühle auch. Ja, das wäre zumindest wünschenswert, weil ich finde es immer sehr schön, wenn Menschen ihre Gefühle auch auf der Zunge tragen, weil es macht sympathisch, es löst Anfangsschwierigkeiten, man hat sofort ein Draht zu dem Menschen, weil er so offen ist, ja, weil er seine Gefühle eben offen auf der Zunge trägt, und man kann Pessimismus dadurch sehr einfach auch überwinden, weil man ja so eine Brücke baut zu seinen Mitmenschen durch die offene Art der Kommunikation, die in dieser Art und Weise auch zum Ausdruck gebracht wird. Finde ich immer sehr schön, wenn Menschen das können. Genau, mein Lieben, aber ich bin da noch nicht so weit und hoffe, dass ich da in den restlichen Jahren, die mir noch übrig bleiben, in meinem Leben da auch dazu lernen kann und vielleicht noch ein bisschen offener wäre, was den Ausdruck von Gefühlen betrifft. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.